Moin, liebe Lüt. Irgendwie komme ich aus dieser Halle gar nicht so richtig raus. Ich bin immer noch in Halle 10. Eben gerade habe ich noch bei Benima ein paar Schönheiten entdeckt. Und jetzt habe ich hier bei Livingston Rollerteam ein schönes Auto entdeckt. Der hat nämlich tatsächlich ein paar Highlights, die ich so überhaupt noch nicht kenne. Da schauen wir mal rein. Es ist hier der Livingston 6 Sport, den wir uns hier angucken. Kastenwagen, 4 Ducato Basis. Da sagt ihr jetzt vielleicht, ja, da ist ja, wo ist denn hier was Neues? Hier sind Neuigkeiten drin. Kleine Detaillösungen, die ich echt mal überzeugend finde und die ich so bei anderen Anbietern noch nicht gesehen habe. Aber wir gehen jetzt erstmal grundsätzlich aufs Fahrzeug drauf ein. Das ist klassisch. Wir haben eine Halbdinette, wir haben vorne die Pilotensitze. In dem Beispielfahrzeug ist auch mal wieder die Automatik drin. Wenn ihr also nachher die Preise hört, die Automatik schlägt alleine da schon ordentlich zu Buche. Wir haben wieder ein Skyview-Fenster vorne in der Front. Ein Bügelheki über der Sitzgruppe. Staufächer mit oder ohne Softclose? Ohne Softclose. Also die solltet ihr ein bisschen festhalten, aber wertig gearbeitet. Ich finde es schön hell mit diesem hellgrauen Holzdekor, mit der gedämmten, mit Kunstleder bespannten Fensterausschnittöffnung und die weißen, das ist fast Klavierlackmäßig hier, die weißen Klappen machen das Auto insgesamt sehr schön hell. So eine Küchenzeile mit diesen Designelementen habe ich jetzt auch noch in keinem Fahrzeug so gesehen. Welcher Hersteller ist das denn? Das ist eine Dometic. Also insofern nichts Außergewöhnliches. Wir nehmen mal die Deko wieder ein bisschen zur Seite, räume ich natürlich alles wieder hin. Das Spülbecken ist nicht so groß, aber hier kann man auch tatsächlich vernünftig drin abspülen, obwohl das ein Kombi-Instrument ist hier. Das habe ich oft anders gesehen, dass die Becken zum Teil nur halb so groß sind und dann ist es wirklich ein Witz, da noch was spülen zu wollen. Hier kann man wirklich spülen. Und jetzt kommen wir doch dazu, weshalb dieses Auto so ein bisschen besonders ist. Das eine sieht man jetzt im Hintergrund schon, das ist das Bett. Wir haben es hier mit einem Längsschläfer zu tun. Ja, auch nichts Besonderes, das kriegt man ja hin mit 6,36 Meter, aber das ist ein 6 Meter Fahrzeug. Dieser Livingston ist nur 6 Meter oder 5,99 Meter lang. Und damit haben wir auf einer Seite es trotzdem hier im Grundriss hinbekommen, ein 1,98 Meter Bett reinzukriegen. Dafür ist, weil Platz fürs Badezimmer musste übrig bleiben, auf der anderen Seite nur ca. 1,75, 1,76 dann als Länge drin. Der Rest geht für die Badezimmerkabine drauf. Das passt ja aber für ganz, ganz viele von euch, wenn ihr als Paare unterwegs seid, dass der eine Partner etwas kleiner und der andere etwas größer ist. Damit ergibt sich eigentlich dann automatisch, wer auf welcher Seite schläft. Sollte für ganz viele Paarpassungen auch so hinhauen. Hier haben wir nochmal ein größeres Fach mit Druckdämpfern hier, mit Zwischenablageboden. Auch hier kein Softclose, also die Tür ruhig festhalten. Auch schön untergliedert. Ist von der Höhe her, hier hatten wir ja einen Zwischenboden, auch schon so auf der Grenze. Ja, man kann ja auch einfach T-Shirts und Pullover dann stapeln. Aber da könnte man auch schon vielleicht nochmal ein Zwischenablageboard nachrüsten. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Schrank hier. Das habe ich jetzt gerade eben entdeckt. Hier unten ist ein Griffloch. Ihr könnt das also rausnehmen, den Boden. Ihr könnt auch diesen Zwischenboden rausnehmen und hier hängt schon eine Kleiderstange. Das heißt, in diesen Schrank könnt ihr auch mal eure Hemden reinhängen, dass die auch wirklich komplett drin sind, komplett nach unten frei runterhängen können, nicht irgendwie Falten bekommen. Wenn man es nicht braucht, macht man es zu und dann passt das. Kommen wir zum Badezimmer. Klein, aber fein. Alles da, was man braucht. Duschvorhang ist auch vorgesehen und auch sinnvoll. Also ich finde es immer nicht so toll, wenn man die Möbeldekore hier unter Wasser setzt. Zwei Abläufe hat die Duschtasse unten. Das Waschbecken ist hier zum Ausklappen. Das finde ich auch eine wirklich gute Lösung. Ihr habt ein großes Waschbecken, da hat man keine Probleme, nach dem Zähneputzen das Becken zu treffen. Aber es nimmt in einem so knappen Auto, wo man wirklich mit dem Platz haushalten muss, keinen Platz weg. Zusätzliche Staufächer, Pilzkopfentlüftung, alles was man braucht eigentlich. Mehr ist nicht nötig. Das größte Bad ist es aber natürlich nicht. Das ist dem Konzept geschuldet.
Küche auch entsprechend. Da haben wir auch Softclose bei den Schubladen. Der Kühlschrank soll nicht unerwähnt bleiben, aber das kennt ihr, doppelseitig angeschlagen an der Front. Das ist inzwischen, hat sich in vielen Fahrzeugen als quasi Standard herausgestellt. Und jetzt gucken wir noch mal die andere Besonderheit des Fahrzeugs an, weil da verbirgt sich noch so eine Kleinigkeit hinten im Heck. Da kann man nämlich ganz variabel die Heckgarage anpassen. Wenn ihr jetzt hier so reinschaut, ist das hier schon ordentlich viel Platz. Aber dieser Schrank hier, der lässt sich komplett und ganz einfach und schnell demontieren. Braucht ihr mehr Platz auf eurer Reise, dann nehmt ihr den Schrank einfach raus. Das geht ganz simpel. Hier seht ihr es. Da ist er nämlich einfach reingestopft. Hier ist er einfach gestoppt durch diese Haltemechanismen. Das lässt sich ganz einfach losschrauben. Und in 0,x habt ihr diesen Schrank rausgenommen. Der Schrank davor mit der Klappe geht auch noch raus. Der Schrank davor, der ist allerdings festmontiert. Das heißt, bis zum zweiten Schrank, bis zur zweiten Schrankklappe könnt ihr diesen Schrank rausnehmen. Dann fragt ihr euch aber ja zu Recht, wie kann ich denn dann das Bett noch nutzen? Das ist ja gar nicht mehr unterstützt. Dafür ist hier unten dann aber entsprechend eine Auflage vorgesehen, dass den Lattenrost hier immer noch unterstützt. Das wird dann einfach hier zwischen aufgelegt. Da seht ihr schon, da sind die Aufnahmepunkte dafür, dass dann trotzdem das Bett voll nutzbar bleibt. Gasfach, 2x11 Kilo, richtig groß, richtig viel Platz da drin. Und unter diesem Bett verbirgt sich dann hier auch nochmal eine riesengroße Stauklappe. Da kriegt man nochmal alles unter, was man nicht so im täglichen Gebrauch haben möchte. Wobei durch die Einzelbetten ist es sogar auch ziemlich gut zugänglich. Die Truma ist da vorne zu sehen, die Truma Dieselheizung. Und hier vorne haben wir dann ein kleines Staufach. Jetzt schauen wir uns an, was das kostet, aber wir haben daneben noch ein Fahrzeug stehen, da gehe ich auch gleich mit euch ganz schnell rein. Da ist dann die andere Ausstattungsvariante drin zu sehen. Wir haben also auch die Wahlmöglichkeit, ob wir das jetzt in der Sport oder in der Advanced-Linie dann bestellen wollen. Der Preisunterschied ist mir verraten worden, liegt bei ca. 3000 Euro für das doch höherwertig anmutende Advanced-Paket. Gucken wir uns gleich am anderen Fahrzeug an. Wie sieht es jetzt hier aus? Der Livingston 6 Sport auf Fiat mit 120 PS Motorisierungsvariante. Wahlweise könnt ihr auch auf 140 oder 180 PS gehen. Das kostet aber natürlich Aufpreis. Hat eine Dieselheizung, 4000 Watt, hat 70 Liter Kühlschrank, 6 Meter Länge, da steht es nochmal explizit drin. Die Masse im fahrbereiten Zustand liegt bei 2,8 Tonnen. Ihr habt es hier noch mit dem Leitfahrwerk ohne Auflastung zu tun in dem Ausstellungsfahrzeug, 3300 Kilogramm. Die Auflastung ist optional möglich, kostet aber auch einen Aufpreis. Hier stehen auch nochmal die exakten Maße für das Heckbett. Also das Heckbett hat einmal 2,3 Meter mal 68 und der zweite Schlafplatz hat nur 1,75, ist dafür aber ein bisschen breiter mit 75 Zentimetern. Grundpreis des Fahrzeugs liegt bei 55.500 Euro und dann haben wir hier die Pakete. Das Komfortpaket ist in der Serie drin. Das Prestige-Paket mit Solarpanel und Markise liegt nochmal bei 1.299. Die weiteren Pakete, macht euch ein Standbild, dann könnt ihr das alles sehen. Am Ende ist das Fahrzeug, so wie es hier steht, bei einem Endpreis von 70.500 Euro inklusive Transport zu euch. Wie gesagt, das ist die Sportlinie. Jetzt gehen wir zum anderen Fahrzeug rüber, wo wir uns dann das andere Designpaket auch angucken können gleichzeitig. Das ist der Livingston Duo Select. Und da ist das Advance-Paket verbaut. Im Wesentlichen ist das Fahrzeug ansonsten nahezu identisch. Wir haben hier jetzt aber in dem Ausstellungsfahrzeug die 6,36 Meter Länge. Und da gucken wir jetzt mal rein, was den Unterschied dann ausmacht im Advance-Paket. Wir haben es hier mit einer Kunststein. Also das fühlt sich richtig schön kühl an. Das ist so, als ob das eure Küche zu Hause wäre. Dann haben wir andere Möbeldekore. Hier ist auch mit Plexiglas gearbeitet. Das sieht sehr wertig aus, sehr hochwertig. Softclose haben wir trotzdem noch nicht, aber dieses Möbeldesign wirkt dann doch ganz anders und macht das Auto noch mal hübscher. Ambientebeleuchtung mit drin. Das werdet ihr in dem anderen Fahrzeug auch haben, dass ihr nämlich die Besucherritze hier auch schließen könnt. Dass es zwar Einzelbetten sind, aber man mit der Einlage dann entsprechend auch eine durchgehende Matratzenliegefläche dann hat. Auch hier schaue ich mal kurz ins Bad, weil wir sind jetzt ja hier gerade in dem Duo in einem 636er Fahrzeug. Da ist natürlich mehr Platz drin
Und da seht ihr auch, wo dieser Platz dann gerne genutzt wird, nämlich im Badezimmer. Das ist ein bisschen großzügiger als in dem Sport auf 6 Meter. Aber dafür ist das Fahrzeug eben auch länger. Auch hier schauen wir einmal ganz schnell, wie denn der Livingston Duo Advance ansonsten so ausgestattet ist. Auch da könnt ihr euch gerne ein Standbild machen. Grundpreis liegt hier bei 62.000 Euro. Die Pakete könnt ihr euch alle einzeln dann durchgucken. So wie ihr hier steht, liegen wir bei 78.375 Euro. Da sind dann aber auch schon die Alufelgen und andere Dinge schon gleich mit drin in diesem Paket. 10 Jahre Body Construction Integrity gibt es als Garantie. Und ihr könnt euch als Messeaktion eine erweiterte Fahrzeuggarantie für 5 Jahre für 888 Euro dazu bestellen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael. Und jetzt muss ich endlich mal in eine der anderen Hallen noch kommen. Mal gucken, ob ich es schaffe.